Hallo, das Video heute ist ein bisschen anders. Ich werde live sprechen und aufnehmen. Und wie ich das bereits im Blog und ich glaube auch auf dem Channel vorausgesagt habe, mache ich eine kleine Review der schwarzen Skizzenpapiere, die mir persönlich zur Verfügung stehen gerade. Ich habe sie alle benutzt. Diese zwei sind die neuesten, die ich habe, das von Kensen. Und das von Strathmore. Die haben alle unterschiedliche Preisklassen. Und dazu werde ich auch noch was sagen. Aber ich habe in allen bereits gezeichnet. In diesen zwei bereits auf dem Channel. In dem hier auch, aber ein bisschen länger her. Die schwarzen Papiere habe ich für mich entdeckt erst letztes Jahr im Herbst. Und habe mir dann dieses Sketchbook angeschafft. Ich lege mal alle zur Seite. Wir beschäftigen uns mit einem nach dem anderen. Es gibt die Links dazu in der Infobox. Ich werde alles verlinken. Ich werde das alles nochmal zusammenfassen in der Infobox. Ihr könnt also getrost zuschauen. Das ist das erste schwarze Sketchbook, das ich mir gekauft habe, weil ich mit den Buntstiften ausprobieren wollte, wie das geht. Ich wollte weiße Tinte benutzen. Ich wollte einfach mal künstlerisch was anderes ausprobieren und habe dann mich für einen schwarzen Hintergrund für die Bilder, die ich dann gemacht habe, entschieden. Begonnen habe ich, wie gesagt, mit diesem schwarzen Sketchbook. Es ist derzeit für 6,02 € auf Amazon erhältlich. Es hat ein A5-Format ungefähr. Und hat 50 Seiten. Kommen wir gleich mal zum ersten Punkt. Also das Cover fühlt sich sehr gummig an. Also wirklich wie so ein Reifengummi, den man anfassen würde wahrscheinlich. Bei mir hat es schon ein bisschen was mitgenommen. Es ist aber auch wirklich empfindlich. Also wenn ihr seht, dann kann man drüber kratzen und schon sieht man da erste Spuren. Das finde ich nicht so schön. Es fühlt sich für mich auch nicht angenehm an. Wer aber so ein Gummigefühl an den Fingern mag, der wird das vielleicht besser finden. Ich habe es trotzdem behalten. Es ist relativ günstig. Es ist ein nettes Büchlein. Und es war für mich gut zum Ausprobieren. Wenn man es öffnet, habe ich die erste Seite für Kritzeleien benutzt. Es ist keine große Kunst. Ich habe hier weiße Tinte, goldene Tinte ausprobiert. Und einen Wink of Stella hier. Es glitzert ein bisschen. Hier habe ich die Prismacolor Buntstifte erstmal ausprobiert. Habe gedacht, das sieht ja super aus. Und dachte, hey, damit kannst du mehr machen. Das war dann der erste Sketch, den ich mit den Prismacolor Buntstiften probiert habe. Und es ist so ein Shrimp geworden. Dann habe ich, wie gesagt, hier mit weißer Tinte ein bisschen gezeichnet. Das war ein Posca-Pen. Diese hier sind auch mit dem Posca-Pen entstanden. Ja, das ist keine besonders erfolgreiche Zeichnung gewesen. Aber dann fing ich an mit den Buntstiften. Dieser Krake hat es mir dann besonders angetan, als ich ihn gesehen habe. Er war super bunt und ich dachte, hey, das kann man machen. Und das habe ich dann hier alles gesammelt. Was man zum Papier sagen kann. Es ist wahnsinnig glatt. Es hat kaum Textur. Wenn man also wirklich glatte, ihr seht, wie sich die Buntstiftfarbe spiegelt. Wenn man sowas ganz, ganz Glattes haben möchte, dann kann man das nehmen. Die Schneeflocke ist auch darin. Diesen hier gibt es auch auf dem Channel. Die Farben lassen sich ganz gut verblenden, aber aufgrund der fehlenden Textur kann man nicht so viele Schichten auftragen, wie man vielleicht möchte. Zumindest nicht mit den Prismacolor Buntstiften, die ich habe. Ich habe hier einige zurechtgelegt für den Test. Ja, also man kann nicht so viele Schichten layern, weil es irgendwann einfach zu glatt ist und die Farbe sich wieder abstreifen lässt. Diesen Test mache ich mal hier am Ende. Oh ja, hier habe ich die Posca Pens geswatcht. Ja. Weil ich sehen wollte, das Set habe ich zu Weihnachten bekommen und wollte sehen, wie deckend und schön das ist. Guck mal, wie wahnsinnig gut das aussieht.
Ja, was mir aufgefallen ist, dass die Seiten offenbar bedruckt sind mit schwarzer Tinte und nicht durchgefärbt, wie ich das vielleicht erwartet hätte. Was mir aufgefallen ist, dass sich die roten Stifte schlechter verblenden lassen. Wie ihr seht, sollte man, wenn man mit den Stiften arbeitet, vielleicht, na, wobei es geht. Es geht. Na, vielleicht nicht an den Stiften. Okay. Hier sind die roten Stifte. Hier sind die blauen Stifte. Das ist ein schönes, helles Blau. Ja, wenn man mit den Stiften auf schwarzem Papier arbeiten sollte, sollte man so eine hellere Grundlage schaffen, sonst wirkt das doch schon sehr dunkel. Und das ist das Weiß von Prismacolor da drauf. Wie ihr seht, es ist ein sehr, sehr glatter Auftrag. Es ist kaum Textur vorhanden. Und ich glaube, es ist schon ganz gut so. Ich kann noch mal mit dem Posca-Pen was schreiben. Funktioniert sehr gut. Aber ich möchte das ein bisschen anreißen. Ja, hier sieht man das. Seht ihr das? Die Seiten sind nicht durchgefärbt, sondern eben weiß und die schwarze Farbe ist aufgedruckt. Das mag ich nicht so gerne. Ich hätte schon gerne durchgefärbte Seiten. Für Handlettering ist das aber sicher super. Also die Tinte. Es ging nichts durch, es färbte nichts durch. Das hier sind die Überreste von Posca-Pen von dieser Seite, die sich irgendwie abdrucken. Hab nicht gedacht, dass das passieren würde, aber die Tinte selbst, es scheint nichts durch, kann man benutzen. Wahrscheinlich würde man hier drauf nicht mit Farben malen wollen, wenn man zum Beispiel Gouache oder andere nicht transparente Farben benutzt. Ja. Wer Interesse daran hat, das verlinke ich dann. Das heißt einfach nur Black Sketchbook. Aber wie gesagt, das Cover gefällt mir überhaupt nicht. Kommen wir zum nächsten schwarzen Papier, das ich hier vorbereitet, was heißt vorbereitet, das ich habe. Es ist das von Kensen XL, Dessin Noir. Das hat auch schwarze Seiten. Die schwarzen Seiten sind ein wenig dicker. Was die Grammatur beim schwarzen Sketchbook, das ich eben vorgestellt habe, ist, weiß ich nicht. Hier allerdings schon. Es hatte eine 150er Grammatur. Es ist im A4-Format und kostet 11,48 € auf Amazon gerade. Wie der Preis sich veränderte, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht garantieren. Aber auch das werde ich, also den Link zu Amazon werde ich dann in die Infobox setzen. Da habe ich es auch bestellt. Die Textur, es ist ein bisschen Textur vorhanden. Es ist sogar das mit der meisten Textur, das ich besitze. Das sieht man am Fisch. Hier vor allem hier. Dass die weiße Farbe gar nicht in alle Lücken geht. Ich finde das ganz angenehm. Es fühlt sich sehr, sehr samtig an. Das Cover es ist jetzt nichts Besonderes. Was ich mag, ist diese Ringbuchbindung. Dann kann man das wunderbar umklappen und nichts stört einen. Man kann es so drehen. Man kann es im Landschaftsformat drehen, wie man möchte. Huch, oh, da wird's wild. Nehmen wir mal die letzte Seite. Auch hier kann ich mit einem roten Stift testblenden. Na, funktioniert wunderbar. Aber vielleicht hatte ich dann irgendwas mit den roten Stiften. Vielleicht sind es auch bestimmte rote Farben, die dann sich ganz schwer verblenden lassen. Ich hatte nämlich bei mehreren Zeichnungen die Probleme, vor allem bei den Rottönen zu blenden. Ja. Wird an den Stiften liegen. Vergisst alles, was ich gesagt habe. Nein, vielleicht nicht alles. Hier das Blau. Wunderbar. Hier das Weiß. Wenn ich jetzt nochmal die Seite von dem schwarzen, von dem kleinen Sketchbook daneben halte, sieht man ganz deutlich, wie die Textur sich unterscheidet.
Hier glatter Auftrag, hier sieht man schon ein wenig mehr Textur. Dann schreibe ich noch ein bisschen was mit dem Posca-Pen. Man muss sagen, preislich unterscheidet sich das natürlich. Hier bekommt man für 11,48 Euro 40 Blätter im A4-Format. Es ist nicht viel teurer, wenn man das auf das Papier rückrechnet, aber das Papier ist dicker, ist stabiler und durchgefärbt. Ich kann es hier auch nochmal einreißen. Man hat keine weiße Kante, wie bei dem vorhergehenden. Das war das Kensen mit viel Struktur, aber schönes Papier. Hier habe ich den Nemo gezeichnet gehabt. Oh, es tut mir leid, das war sicher laut. Das letzte, das ich dann hier zu Hause habe, ist das von Strathmore Art Again. Und ich muss sagen, das ist das teuerste der Papiere. Es sind 24 Blätter im A4-Format. Sie haben 17,38 Euro gekostet. Auf Amazon habe ich es ebenfalls bestellt. Es hat eine 160er Grammatur und ist damit das dickste der Papiere. Ich muss aber sagen, es fühlt sich so wunderschön an. Allein das Cover ist schön strukturiert, gefällt mir sehr gut. Das Papier, es hat weniger Struktur als das von Kensen. Der Auftrag ist dementsprechend glatter. Es hat aber mehr Struktur als das kleine Heftchen, das ich gezeigt habe. Hier habe ich den blauen Fisch gezeichnet. Was mir aber passiert ist, ist, dass die Leimbindung aufgegangen ist, als ich gezeichnet habe. Dann ist das ein wenig auseinandergefallen. Die Bindung gefällt mir weniger als eine Spiralbindung, muss ich gestehen. Aber, naja, was soll man machen? Funktioniert trotzdem wunderbar. Bisher ist das erste Bild, das ich da drauf gezeichnet hatte. Wenn ich jetzt auf die letzte Seite gehe, praktischerweise ist das die hier, kann ich wieder einen Auftrag hier mit Rot machen und verblenden. Dann schließen mit Blau. Mit Weiß. Hier sieht man, dass die Struktur vorhanden ist, aber es weniger ist als beim Kensen. Ja. So sieht das aus. Wenn ich die Seite anreiße, sieht man auch, dass diese Seiten durchgefärbt sind. Das gefällt mir schon um einiges besser. Ich muss sagen, von den Papieren her gefällt mir das hier zum Zeichnen am besten. Also wenn ich mich entscheiden müsste. Aber das von Kensen finde ich auch ganz gut. Und das kleine Sketchbook habe ich auch benutzen können. Es hat gut funktioniert. Abschließend wollte ich noch wiederholen und sagen, also dieses Sketchbook, wer möchte, kann es sich natürlich kaufen. Eine sehr, sehr glatte Struktur, sehr glattes Papier. Man kann darauf zeichnen, wie ihr seht, aber vielleicht nicht so viele Schichten wie auf anderen Papieren. Außerdem kann man Fingerabdrücke darauf hinterlassen. Das passiert bei den anderen Papieren nicht. Wer darauf Wert legt, sollte sich vielleicht ein anderes Sketchbook anschaffen. Es hat 50 Seiten, kostet 6 Euro. Und vom Cover habe ich ja bereits was gesagt, für das Cover. Das Kensen XL ist, glaube ich, ein guter Preis mit 11,48 Euro auf Amazon. Ist schönes Papier, hinterlässt keine Fingerabdrücke, wie ihr seht. 150er Grammatur, mehr Struktur als bei den anderen Papieren, die ich habe. Da sieht man hier zum Beispiel beim Fisch. Kann aber schöne Effekte hervorbringen. Und das Strathmore Sketchbook, das hat
weniger Struktur. Oh, hier habe ich noch das Zettelchen. Weniger Struktur. Aber immer noch mehr als das kleine Sketchbook. Das A4 kostete am meisten. Für 24 Blätter zahlt man 17,38 Euro. 160er Grammatur ist das dickste der Papiere und finde ich persönlich auch am angenehmsten. So, wer sich diese Sketchbooks nicht zulegen will, es gibt natürlich noch mehr Alternativen. Es gibt Sketchbooks, die ähnlich aufgebaut sind wie diese hier. Die sind, glaube ich, vor allem für Handlettering geeignet. Habe ich auf Amazon gesehen, habe ich persönlich aber nicht in der Hand gehabt. Werde ich trotzdem nochmal verlinken, wer dafür Alternativen möchte. Es gibt aber auch Sketchbooks, die sind ähnlich diesen hier. Zum Beispiel von Reeves oder von Hahnemühle. Die gibt es dann auch in unterschiedlichen Formaten. A5, A4 und von Reeves auch... Nee, von Hahnemühle auch quadratisch. Wer dann ein anderes Format haben möchte, ist da vielleicht gut beraten. Das von Hahnemühle hat, glaube ich, auch eine Ringbuchbindung. Die habe ich auch nicht in der Hand gehabt, weil ich eben nicht Bedarf für alle schwarzen Sketchbücher habe der Welt. Wer interessiert ist, ich werde alles verlinken. Ihr könnt euch dann nach euren Bedürfnissen das aussuchen, wie ihr das wollt. Aber zu diesen hier wollte ich dann das doch vorstellen. Wer dann Lust hat, was auf schwarz zu machen, kann shoppen und sich dann austoben, wie man möchte. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.